all back again. Nachdem wir jetzt hier den Boss besiegt haben, erwarten wir doch hier schon eine Belohnung. Müssen wir mal schauen, wie das aussieht. Und was wir jetzt für neue Abenteuer erleben können. Elektrokraft auf Kryokraft. Oder Kälte ist im Prinzip das gleiche. Das ist ein Supraleiter. Kryoflächen Schaden hervor. Das ist etwas schnell. Aber ja, das haben wir auch schon erlebt im Prinzip. Hui, hui, hui. Gerade angefangen. Das passt mir nicht so. Wir müssen auch wieder ein paar Zutaten sammeln, damit wir wieder ein paar gute Gerichte machen können, damit wir ein bisschen helfen den kriegen können. Schon. Top. Abliefern. Obwohl ich hätte sie jetzt auch holen können an dem Ort. Dann hätte ich ein paar Vorräte gehabt. Kein Problem, ich bin hilfsbereit, Mensch. Team ist gar nicht wings, also. Okay.
aber ich habe geglaubt, dass er drin ist. Darum bin ich hier. Und er irgendwie so. Okay. Nass. Sorry. Angerempelt. I won't let you down! Da jetzt noch ein paar Pilze. Ich nehme Pilz. You can't keep up with me! Kopfgeld da. Ach, kann man den mehrfach machen? Ich hoffe, dass die Belohnung habe ich glaube ich gekriegt. Also ja, habe ich gekriegt, nachdem ich den besiegt habe. In dieser Kiste und so, ja. Okay, ich nehme an, dass man die mehrfach machen kann. Das sind auch so Bosse, die man immer wieder besiegen kann, um auch so Money und so farmen. Upset if she catches us lazing around like this. Mm-hmm.
jetzt da alles dran reisen? Really? Ich meine, wenn man jetzt so weit bedenkt, das ist ja, wo ist Mundstadt? Von da zu da. Fast doppelt so weit. Okay. Aber ja, ich glaube, das verfolgen wir doch mal das. He. Machen wir uns auf die grosse Reise. Dann können wir vielleicht unterwegs gerade noch. Ich meine, wir können da doch ein paar Missionen machen. Nein, nein. Begeben wir uns auf den Weg. Ich gehe mal davon aus, dass wir da den Weg entlang können. Das heisst, wir können uns hier herporten direkt. Und uns auf die grosse Reise machen. Und uns jetzt auch voll betitelt auf die Reise. Dass wir den schon freigeschaltet haben. Okay, kann man nicht. I'll race you there. Tun wir zuerst die mit niedriger Kochkunst versuchen zu machen, wenn wir das haben. Da. Perfekt. Kann man nicht gegen Zutaten. Okay. Automatisch zubereiten. Geben wir gleich Vollgas. Perfekt. Okay, top. Zum Wiederbeleben, das ist schon gut. Nein, automatisch. Ja, eigentlich kann man auch machen, das ist gut. Perfekt. Ja sicher, schnell unterwegs ein paar Monster haben. Ja super, machen wir doch schnell.
Obwohl, scheint I'll keep this close. I'll keep this close. Yeah.
What's the hurry? Freeze! This moment will be frozen in time. What's the hurry? Cool it! Dodge this! Cool it! Dodge this! Freeze! Cool it! What's the hurry? So wie es aussieht, wird es vielleicht nur noch so Reise Part 1 oder so. What's the hurry? Freeze! Jetzt sehen wir es nicht mal. Genau, aber wir sind auf dem richtigen Weg.
Reiselust. Ach, mal beklauen, oder? I'm all grown up now. Ah. Ah. Das Zeug doch früher an, aber gerne nicht. You're in for a little shock. Surrender and be gentle. Freeze! A little closer. You're in for a little shock. What's the hurry? Freeze! Cool it!
Come a little closer. You're in for a little shock. Come a little closer. Yep. A reward on the road. This shit's Gasthaus. Oi, da kriegen wir richtig was raus. Gasthaus, Mangshu. Mangshu, das ist ja. I'll keep this close. Und da wird sogar ein Teleportationspunkt gespielt. Hat man auf der Karte gesehen, oder? Ist das sogar der gewesen, den ich folge? Aua.
also klarer Fall. So um einen Berg, so um einen Überding, so um sozusagen da auf dem Pass sozusagen, oder auf dem so wie ein Stein damit eingeklemmt, genau auf dem drauf soll man schauen. Irgendwie. Aufzeichnung, da kannst du schon wieder 36 Minuten vorbei. Ich sage mal, jetzt im Anbetracht der Reise, es geht wieder da, das ist jetzt erst so am Ende vom bekannten Teil. Es geht dann weiter, ich nehme an, wir versuchen hier die Statue die zu aktivieren, dann würden wir auch den Teil auch vielleicht sogar bis dahin nachher auch auf der Karte gesehen, aber das ist jetzt, wenn man denkt, auf irgendwie, woher sind wir gekommen? Ja, woher sind wir gekommen? Also wir sind hier entlang gekommen, aber jetzt vom Ding haben wir dann einen Punkt verpasst, echt. Nein. Ja, auf jeden Fall, auf mysteriöse Weise sind wir irgendwie da entlang gekommen. Wir können jetzt natürlich noch einmal zurückgehen und den Punkt hier noch holen. Vielleicht macht es sogar Sinn. Dann wieder hierher zu gehen, aber eben, ich meine, alleine auf dem Weg hierher, haben wir schon ein paar Abenteuer sozusagen mit Hostel-Mobs gehabt. Und dementsprechend, ich weiß nicht, es ist aber halt ein bisschen dissatisfying jetzt. Jetzt ist da wie fast, ah doch, das ist, da kann man sich auch her teleportieren. Okay, da haben wir uns auch hierher teleportiert. Und jetzt allein auf dem Stückchen. Sind wir schon einigem begegnet. Also ich nehme an, den Weg hier, da ist noch zweimal so viel, dreimal so viel. Ja, etwa fünfmal so viel. Also wir werden jetzt noch länger nicht dort ankommen, aber wir könnten eigentlich schon noch schnell die Gegenrichtung noch erkunden. Nein, wobei, bringt es nicht. Wir möchten jetzt mal hier einen Schnitt. Also wir wollen dort hier noch die Aufträge machen. Ja komm, wenn wir da schon da sind, machen wir mal einen Auftrag. Schauen wir mal, was da so los ist. Also wie komplex die sind. Auch wieder mal einfach alle Leute beklauen. Trespassing.
Fido, Fido. Das wird das Album. Ja, nice. Das finde ich gut hin. Und? Ich habe schon ein bisschen weit, so. Das Nice ist halt schon, dass man echt so abseglen könnte. Aber ja, also 300 Meter ist... Ja, es geht, aber... So im Verhältnis von dem, wo wir vorher gereist sind. Nicht... unweit. Easy opposite, but this is not chillig for them. And man kann sich immer aufporten. Also was so Spaß gemacht hat, kann man nicht sagen, nein, ich lade es einfach. Freeze! It's raining again! This will hinder our vision! We must remain vigilant! Holt die Rechnung? Nein, wir sind immer noch nicht. Mit diesem Verwachsen. Cool it! What's the hurry? Dodge this! Cool it! Wird das da unten sein, dem Fall? Urine for a little shock. Come a little closer. Urine for a little shock. Oh my. So three, true, three, true in motion of it. Yeah.
zeigen wir doch nochmal runter, hä? Wir müssen da so nice runter aufporten können. Da. Ah, das andere ist doch ein weiter weg. Fast schon die ganze zurück oder mehr sogar. Ja, das ist mehr als ganz zurück. Ja. Und es wird dann auch so, dass es mehr kann sein, jetzt mal. Perfect weather for sipping a cup of tea. Come a little closer. You're in for a little shock. Come a little closer. You've been a naughty boy. Cool it. Da kann man sich ja durch Magie um manövrieren. Starfall! I'll keep this close. Nice. So wie bei Ark, das ist ein Haufen, den man kaputt machen kann.
wieder mal irgendwelche arme Bürger bestellen. From this world? So, mach mal die Frage. Missionen und Missionen. Hat zwar noch eine Frage sollen. Sag mir, wo ist die Nacht, ja? An answer from this world? Doch noch dann herkommen. Da kann man das Zeug mal besorgen, zutun oder kaufen oder klauen. Thank you.
tapered Monet. Russet Nacht, ja, der ist tapered. Der Weg, wenn das man sie eigentlich irgendwann bräuchtet. Also, es irgendeinen Sinn machen würde, kommt bei ihm nach. Up a little. You're in for a little shock. What do you think, cutie? Shock. Come a little closer. Freeze. Cool it. What's the hurry?
dodge this! Let it rain! Get him! Freeze! You're in for a little shock. Come a little closer. Dodge this! What's the hurry? What's the hurry? Wie sucht das Ding in der Nacht, ja, Berg? Das ist so ein. Also ich hätte jetzt eigentlich mal so Game Design-mäßig gedacht, dass das auch so eine lokale Pflanze ist. Aber vielleicht ist es eine, die ich irgendwo an einem anderen Ort suchen, aber der Fakt, dass ich sie nicht habe, heisst auch, dass es kein Ort ist, wo ich jemals vorbeikommen bin bis jetzt. Also told you I'd win. Bet you can't keep up with me. What's the hurry? No pain, no gain. Don't be such a brute. Ganze Gebiet da praktisch abgelaufen. No pain, no gain. Aber so scherzmäßig vermute ich fast, dass es vielleicht nur ein Scherz gewesen sind. Als ich vorher schon so irgendwie ein Scherzzeug gemacht hat. Also ein bisschen Scherz gemacht hat. Nein! Ich habe keine fucking Nachtjade. Ah.
You're in for a little shock. Außer eben, ich habe das Typ dort oben. Aber es ist sozusagen nur in der Nacht pflückbar. Ich habe Lust, den Auftrag so offen zu lassen, sozusagen. Aber ja, wir können ja hier Zeit verstellen. Wenn es mir nur eine Chance verzerrt, wenn es gar kein Leben, gar keine Nachtjahre gibt und ich einfach sonst irgendein Leben, also sonst finden sollte, dass ich mich einfach verarscht. Fragen über Fragen. Das war schon der Busch gesehen. Aber der ist jetzt abgeerntet. Was machen wir jetzt?
For a little shock. Quite the find. What's the hurry? Fascinating. Keep this close. Hmm.
machen wir da im nicht unbedingt recht weiter. Das muss irgendetwas super Mysteriöses sein. Außer sie ist die Nähe vom Gasthaus. Vielleicht bei einer anderen Mission. Kann man das vielleicht kriegen? Okay. Ja. Ich glaube, das wird eine längere Sache. Die Nacht ja dort zu kriegen. Unter anderem kriegt man sie. So wie ich das nachher gelesen habe. Eigentlich unserem Zielort. Weil hier auf unserer Reise ist. Die Missionen hier haben wir eigentlich nochmal. Sagen wir mal. Was Zwischenbetrieb gemacht, um zu schauen, was so in der Nähe läuft. Es stellt sich heraus, aber dass die Missionen hier recht. Was haben wir denn? Ich glaube, es ist fast wie die nächste Stadt fast von unserer Mundstadt aus gesehen. Wird das auch so ein bisschen ein Missionshub da sein. Das Gasthaus Wangshu. Es ist auch schön höher gelegen. Man kann damit schön mit dem Gleiter in die Welt rausgleiten und so. Ich denke, wir möchten uns aber nachher in der nächsten Folge weiter auf den Weg in die Richtung. Von dem ersten Mal. Die andere Quest ist jetzt nicht markiert. Ja. Das ist schon wieder Stunde 23 Grad. Ich glaube, das gibt einmal eine Folge in einem TikTok.